Einen wunderschönen guten Tag hier wieder in einem neuen Visual Novel Projekt namens Junipers Not. An meiner Seite die Julie, der Dreambird. Halli, hallo. Jo, und ja, ich werde mich wahrscheinlich eher im Hintergrund aufhalten, denn ich weiß, es wird nur zwei Charaktere so sprechen geben. Alles Genauere erfahren wir jetzt im Spiel. Mit Start. Dieses Spiel ist übrigens von Dishan programmiert. Wer es besetzt hat, weiß ich allerdings gar nicht, aber ist auch egal. Hauptsache, wir haben es auf Deutsch. So, das ist Julie. Viele dieser Steinwände und Böden sind zu Staub zerfallen und legen dabei das Fundament frei. Und hinuntergefallene Teile der bröckelnden Decke liegen am Boden verstreut und bilden kleine Häufchen. Unter mir befindet sich gerade solch müde Erde. Oh Gott! Müde, müde Erde. Pah! Es gibt hier nicht viel zu tun, außer trockenes Laub zu verbrennen und zu warten. Dem Rauch dabei zuzusehen, wie er aufsteigt, sich kräuselt und in der Nase kitzelt. Knochentrocken ist das hier. Aber was soll ich machen? Ich bin hier gefangen. Manche nennen es verflucht. Ich bevorzuge gebunden. Ich denke nicht gern darüber nach. Ich knie mich zu dem kleinen Feuer, das ich entzündet habe, nieder und nehme etwas Asche und Lehm in meine Hand. Es ist dieses Glühen, welches mich antreibt und aufwühlt und mich an mein immer noch schlagendes Herz erinnert. Ich bringe die versenkte Erde näher an mein Gesicht, schließe meine Augen und atme ihren Geruch ein. Ich schmecke den Geruch und muss spucken. Sie ist karg. Ich werde hier wahrscheinlich für immer warten müssen. Was? Da ist ein unnatürliches Rascheln nicht weit entfernt im Westen? Westen wohl? Was ist es? Wer? Jemand anderes? Hier? Mein Blick schärft sich und meine Ohren stellen sich auf. Ich spüre, wie mein Herz mir bis zum Hals schlägt. Sollte ich es konfrontieren? Einen Ruf von mir geben? Würde das funktionieren? Flehend, Hilfe, Hilfe, Fräulein in Not! rufen? Eine törichte Lüge. Würde das funktionieren? Nein, bleib ruhig. Horche. Horche nur. Was auch immer es ist, erscheint ziemlich beschäftigt zu sein. Lärm schallt von den alten Eingängen. Truhen werden quietschend geöffnet. Geschäfte und Häuser werden durchstöbert. Ein Plünderer also? Jemand hat diesen Ort gefunden? Diese Geräusche zu hören, komisch. Es sollte nicht seltsam sein, aber das ist es. Merkwürdig, ich sollte mich an solche Geräusche erinnern können. Oh, das Geräusch kommt näher, oder? Bilde ich mir das nur ein? Nein, nein, zweifellos, es ist gerade im Herrenhaus. Vermutlich treibt es sich gerade in der Küche und Lounge rum. Ich beschließe, für den Fall, dass es seinen Weg in den Festsaal findet, stehen zu bleiben. Ich richte mich auf und erwarte die Gesellschaft. Zu meiner Überraschung taucht er in der nächsten Minute bei der Tür auf. Ein Junge? Ein Mann? Wie nennt man dieses Ding nochmal? Er trägt ein Bündel und hat eine Flasche an seiner Hüfte, also mag er ein Wanderer sein? Sieht nicht so aus, als hätte er mich schon bemerkt. Er ist gerade hereingekommen und sein Blick schweift wahllos umher. Nach ein paar Schritten bemerkt er mich. Er kommt etwas näher, um mein Gesicht sehen zu können, und dann noch ein paar Schritte näher, um meine Füße zu betrachten. Dann bleibt er dort stehen. Jetzt starrt er nur und macht nichts anderes. Komm her! Als ob er etwas begreife, erstarrt er.
Sein lauter Herzschlag wandert durch die Luft. Ich brauche deine Hilfe. Komm schon, komm her. Er beugt sich kein bisschen. Was hat er vor? Was denkt er sich, was das hier ist? Ich erhebe ein weiteres Mal meine Stimme, diesmal mit ein bisschen mehr Biss. Worauf zur Hölle wartest du, Schwachkopf? Oh, war ich unhöflich? War ich unhöflich? Nun, du bist herzlich eingeladen, deinen Arsch hierher zu bewegen. Nett. Für mein erstes Gespräch nach all den Jahrhunderten hätte es schlimmer sein können. Er zittert ängstlich und hält Abstand. Ein Unhold? Bist langsam, nicht? Was für eine Rolle spielt das? Wofür pissst du gerade ein? Komm her! Vergiss es. Du wirst meine Seele fressen. Ein Lachen breitet sich auf meinem Gesicht aus. Ha! Deine Seele? Oh je. Wann hab ich zuletzt gelacht? Ich grinse so herzhaft. Und ich beobachte, wie er sich Schritt für Schritt zurückzieht, während ich noch ein wenig weiter kichere. Nun, Mensch, du bist einfach perfekt. Ein Bade. Willst du mir nicht zuhören? Bevor ich deine Seele verschlinge? Ha! Auf mein Gelächter reagiert er mit einem bösartigen Starren. Nachdem er sich selbst aufgebaut hat, antwortet er mir. Du wirst mich nicht kriegen, Dämon, kapiert? Ich habe Geschichten gelesen, ich bin müde, aber nicht dumm. Bin ich denn so berühmt? Zuh, meine Güte, ich habe eine Spur hinterlassen. Du weißt, was ich meine. Verdammt, ich weiß es wirklich nicht. Teufel, Unhold, Dämonen, ihr alle. Ich weiß ja, wie das läuft. Und wie läuft das? Ihr seid alle verdorben und versucht, Menschen hereinzulegen. Dich reinlegen? Reinlegen? Oh, ich kann es einfach nicht glauben. Was muss nur in der Zeit passiert sein, in der ich fort war? Und was wäre, wenn ich dich nicht austricksen will, Mensch? Was, wenn ich dir einfach nur zuhören will? Einfach nur mir zuhören? Was zur Hölle? Nun, was hast du gelesen, Junge? So rede doch! Ich würde gerne deine Geschichte hören. Mir ist etwas langweilig. Ich glaube, ich werde einfach gehen. Du würdest einem blutrünstigen Dämon deinen Rücken kehren? Hör mal, ich erkenne was Dreckiges, wenn ich sehe. Du täuscht niemanden. Er ist so niedlich. Na gut. Ich erzähl dir mal was. Ich sag dir, ich, sowie alle Teufel, Unholde, Dämonen, versuche lediglich, deine extravagante Seele durch meine heimtückische Gerissenheit zu gewinnen. Ehrlich und wahrhaftig, ich bin eine Gaunerin. Aber bitte, erzähl mir zumindest, wovon du gelesen hast. Warum zur Hölle willst du mir unbedingt zuhören? Weil mir langweilig ist und deine Stimme. Oh, deine Stimme, da werde ich ohnmächtig. Also bei mir steht immer noch, warum zur Hölle willst du mir unbedingt zuhören? Oh, einen Moment. Bah, Cocolores! Ich möchte dir wirklich zuhören. Wärst du also so nett? Oh, er ist so besonders rücksichtsvoll. Richtig entzückend. Ich will seinen Erzählungen horchen. In der
Zeit schaue ich ihn mir etwas genauer an. Er hat ein holdes Gesicht, aber durch den Stoff seines Hemdes kann man sehen, dass er Muskeln hat. Unerwartet. Selbst die jungen Soldaten schienen ein bisschen schlank in den Tagen, an denen ich damals in Mali geritten bin. Ich frage mich, was er tut. Er riecht wie ein Tier, liebevoll gesagt. Es riecht ziemlich gut. Außerdem riecht er ein kleines bisschen nach Brunnenkresse, vermengt mit schwarzem Öl. Was für ein sonderbarer Knabe. Ich sollte wirklich nicht zu lange hier abhängen. Jedoch, schätze ich, kann ich dir ein bisschen was erzählen, hä? Ja, schätze schon. Solange du dich nicht vom Fleck rührst, hörste? Was mich von dir fernhält, ist mächtiger als das, was ich mich trauen würde herauszufordern, Mensch. Ja, klar, wie auch immer. Hier eine Geschichte, eine aus einem Buch, das ich, wie ich jünger war, gern gelesen habe. Oh, verzeih. Es fällt mir nur sehr schwer, mir dich noch jünger vorzustellen. Ruhe. Es war einmal ein Schuster in Whiteacre, der nichts zu essen hatte. Er hatte weniger als Dreck und nicht mal eine Frau, und das tat ihm im Herzen weh. Nicht mal eine Frau? Eine Freundin, einen Schatz. Er war nicht verheiratet. Ach so, fahr fort. Als er nun die Gasse entlang ging, traf er diesen Mann. Er hatte ein dunkles Gewand an, dessen Kapuze seine Augen verdeckte, und der Schuster konnte nichts mit ihm anfangen. Er hielt an und fragte den vermummten Mann, ob man ihm mit seinen Schuhen helfen kann. Das ist doch bescheuert. Wieso würde er das machen? Weil er jeden Auftrag benötigte, den er kriegen konnte. Nun, er hätte herumstreifen und Schuhe ruinieren sollen, wenn er nur Arbeit brauchte. Der vermummte Mann sagte, er trage keine Schuhe, aber er konnte ein neues Paar gebrauchen. Aber der Schuster konnte bis jetzt nur Schuhe reparieren, nicht herstellen, also sagte er das dem Mann. Und der Mann sagt, eigentlich könnte ich wirklich ein neues Paar Schuhe gut gebrauchen. Der Schuster schaut ihn komisch an und sagt, dass er ihnen welche bringen kann, wenn der Typ krank ist. Und der vermummte Mann sagt, würdest du das tun? Ich würde dir dann einen Gefallen tun. Und der Schuster sagt, was denn? Und der vermummte Mann sagt, vielleicht alles. Mit diesen... Achso, das ist deins. Ja. Mit diesen Worten lehnt er sich düster nach vorne. Ich muss grinsen bei dieser Spannung. Nun, ich weiß, was du denkst. Ich habe das schon vorher gehört und weiß, wie die Geschichte ausgeht. Nun, tust du nicht. Weil der Schuster sagt, vielleicht doch nicht. Und er geht weg. Wie spannend. Aber die Sache ist, während er läuft, bemerkt er, dass die Gasse länger ist als sonst. Dennoch, er denkt nicht darüber nach. Er glaubt, er ist einfach nur müde von der Arbeit und geht weiter. Aber während er läuft, sieht er einen anderen Mann in dunklen Gewändern. Er bleibt stehen und fragt, ob er an den Schuhen vom Mann arbeiten könne, und der vermummte Mann sagt, er habe keine Schuhe. Der Schuster hält an und schaut ihn an und sagt, er geht besser. Der vermummte Mann sagt, er kann neue Schuhe wirklich gut gebrauchen. Und während er weitergeht, weißt du? Ich nicke. Er begegnet immer diesen Mann mit dem Umhang und er kann nicht das Ende der Gasse erreichen. Die Wahrheit ist, dass es jedes Mal länger und länger dauert, bis er den Mann im Umhang sieht. Bei der 8. Begegnung mit dem Mann hält er wieder an und fragt, was soll das Spiel? Und der vermummte Mann schaut ihn mit gelben Augen an. Sagt, er könne neue Schuhe gebrauchen. Wofür, sagt der Schuster. Ich weiß nicht, sagt der Mann, vielleicht für alles. Was willst du? Der Schuster weiß genau, was er will, aber Unholde haben gelbe Augen und er kennt einen Unhold. Tsch,
So ein Unsinn. Eigentlich seufzte ich sogar, als ich das gehört habe. Also, was du mir sagen willst, falls die Geschichte irgendetwas besitzt, worauf man sich stützen kann, ist es, dass ich dich vielleicht schon abgefangen habe. Weiß nicht, glaub nicht, dass du es getan hast. Wieso nicht? Er zuckt mit den Schultern. Glaub nicht, dass du es getan hast. Ich muss schon sagen, deine Art zu erzählen ist verschroben. Was? Es ist eigen. Oh. Ich weiß nicht, es hört sich in meinen Ohren sehr komisch an. Scheint so. Wie endet deine Geschichte? Der Schuster ist verzweifelt und schließt einen Pakt mit dem Unhold, um am nächsten Tag neue Schuhe zu bekommen. Dieser Teufel gibt ihm Gold, sodass er das tun kann. Also, der Unhold gibt ihm Geld, aber er schafft es nicht. Der Unhold hält ihn in der Gasse gefangen, also kann er sie nicht verlassen. Seine Seele wird ihm genommen und er ist verdammt. Der Unhold frisst seine Seele und verlässt die Gasse für einen Bauernhof. Ein Bauernhof? Ja, ich weiß. Ich schnaube. Das ist eine Komödie. Ich glaube, da steckt mehr dahinter, aber das Ding ist gerade nicht in die Fänge von Unholden, egal was ist. Du gerätst gerade in die Fänge eines Unholds. Jetzt gerade. Nun, du fühlst dich nicht wie einer an. Ich möchte mal kurz hinweisen, ich habe keine Ahnung, was ein Unhold ist. Ist das... Ich würde sagen, eine Art Dämon. Ein böser... Nicht Mensch, ein böses, nicht menschliches Wesen. Man kann aber eigentlich Unhold auch zu jemandem sagen, der menschlich ist. Also weil am Anfang ist es ja so, Dämon, Unholde, Teufel. Ja, muss da so irgendwas dazwischen sein dann. Böser Geist oder sowas in der Art vielleicht. Mal gut, sie hat Hörner, vielleicht so eine Art Ziegendämon, Mensch-Ding? Keine Ahnung. Aber wir wissen, glaube ich, ungefähr, in was für eine Richtung es geht, oder? Ich weiß nicht, noch geht der Part. Also, es geht weiter. Was? Er schüttelt seinen Kopf. Nix. Ich schaue ihn an und versuche, aus ihm schlauer zu werden. Ich versuche, seine Meinungen und seine Geschichte zu verstehen. Während er wohl die Geschichte erzählt hat, hat er einen anderen Eindruck von mir bekommen. Ich bin mir auch nicht sicher, wieso das so ist. Ich schätze dich dafür, dass du mir die Geschichte erzählt hast. Nicht der Rede wert. So trüb. Bist du immer noch skeptisch? Jupp, ein bisschen. Ich runzel die Stirn. Nun... Willst du, dass ich dir eine andere Geschichte erzähle? Das unverlangte Angebot bringt mich aus dem Konzept. Fragt er das wirklich? Aber nein, wenn ich zu gierig... Das kann ich nicht verlangen. Nein. Ich stocke. Nein, mir geht's gut. Wenn du meinst... Ich werde dann gehen. Gehen? Jupp. Ich muss gehen, also gehe ich. Er fängt an, sich umzudrehen. Bitte, bitte bleib, bitte. Ich werde deine Seele nicht nehmen, ehrlich nicht. Und dann strecke ich wie eine Idiotin meine Hand aus, um nach ihnen mit einem einzigen Wunsch zu reichen. Ich bewege die Hand über den zweiten Meter, über die Grenze des Bannkreises mit meinen Fingern und nehme meine Hand zurück, als sie anfangen, Feuer zu fangen. Ich falle auf meine Knie und schreie. Ich schreie auf und jaule, ergreife die Flammen und ersticke sie damit. Tränen wandern mein Gesicht herunter und ich knurre mit Schmerz. Ich schließe meine Augen und stöhne. Ich höre, wie er einen Schritt näher kommt. Bist du hier gefangen?
Wie ich vom Boden aus nach oben schaue, fühle ich, wie meine Zähne klappern. Oh nein, ich weiß, warum ich will, dass er hier bleibt. Ja, ich weiß es. Um ihn zu zerfleischen. Weil, als ob es nicht lustig genug wäre, dass von den Wänden Ranken fließen und das Gras durch das Stein geboren wird, so nah an der Kante von diesem fauligen Bannkreis. Nun steht da ein Mensch, der vor mir atmet. Eine Komödie. An allen Orten, aber hier, nur nah an mir, an meinem trostlosen Blut. Diese Jahre haben mich verdammt, mich verletzt und sich unter meine Haut gegraben. Narben unsichtbarer Natur, aber dennoch vernichtend. Ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Ich hasse das Gefühl, dass es meinem Herzen gibt und die Gattungsstärke, die es braucht. Ich hasse es. Mein Fleisch brennt und ich richte meinen Blick weg von ihm. In seine Augen zu schauen, erzürnt mich. Wie lange warst du hier? Lange genug, um zu betteln. Lange genug, hörst du? Viel zu lange war ich in diesem verdreckten Loch. Es kann dir egal sein. Ich will's wissen. Aber ob sie ihm es erzählen wird, werden wir erst im nächsten Part erfahren. War klar. Cliffhanger. Ich liebe Cliffhanger. For the win. Ja, was, wie findet ihr bisher den ersten Part? Sie ist cool. Ich mag die Kleine. Naja, ist auch ganz lustig. Aber ja, worauf es jetzt hinauslaufen wird, keine Ahnung. Also erst dachte ich ja, sie will nur Gesellschaft, aber vielleicht will sie ihn wirklich aufessen, keine Ahnung. Ja, also ich dachte auch so am Anfang so, ja, nett, so ein bisschen Geschichte erzählen und dann auf einmal hat sie so diese Stimmungsschwankungen, so, weißt du? Ich meine, Ich finde das irgendwie cool, dass er quasi genau weiß, was er vor sich hat und einfach trotzdem mal so völlig tiefenentspannt ist. So, ja, dann ist das so. Und ja, sie entspricht vom Wesen her genau meinem Lab-Charakter. Ja, cool. Auf der einen Seite ist sie so, ja, halt völlig menschlich und ganz normal und so. Auf der anderen Seite hat sie halt dieses Katzenwesen in sich drin, also mein Lab-Charakter, das halt vom Wesen her genauso ist, so, bäm, Menschen und ich hasse das hier und alles scheiße und ja, finde ich gut. Ich mag die Kleine. Weil ich finde auch cool, wie der Junge spricht, so, weißt du, so mit Kokolores und so, weißt du? Ja. So richtig, ich sag mal so, richtig gut die Texte, also. Ja. Mhm. Gut, ich würde sagen, im nächsten Part erfahren wir hoffentlich mehr und ja, meine Gäste haben die letzten Worte. Fang mal an, Dreamy. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja gut, ich erwarte auch mit Spannung, wie es weitergeht und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.